Moin Leute, was geht? Mein Name ist UdoGamescom auf der PlayStation 4 und herzlich willkommen zu einer neuen Real-Life-Story. Und bei Real-Life-Stories geht es eigentlich bei mir um ein paar Erlebnisse in meinem Leben, die passiert sind. Und habe mir natürlich heute wieder eine Real-Life-Story ausgesucht. Und zwar heute mal geht es um meinen Arbeitsplatz. Da ist mal was so vorgefallen. Ich werde natürlich auch keine Namen nennen, das ist schon mal klar. Nicht, dass es hier zu einer Anzeige kommt oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Auf jeden Fall arbeite ich ja als Koch, das wisst ihr alle. Und als ich meine Ausbildung angefangen habe, war noch ein Azubi da. Also noch ein Azubi. Und es war eine Servicekraft, also ein, wie heißt das, Servicemann, Service, Hotelmann, Servicemann auf jeden Fall. Also keine weibliche Service, sondern ein männlicher Service. Der sich um die Gäste kümmert, Getränke aufnimmt, Essen aufnimmt und sowas. Auf jeden Fall nennen wir ihn mal Olaf, was natürlich erfunden ist. War eine richtig falsche Schlange. Eine richtig, richtig falsche Schlange. Erstens mal hat er unglaublich viele Lügen erzählt. Zum Beispiel fing das an, ey, mein Papa ist Millionär und so einen erfundenen Schrott. Dann hat er Sachen erfunden, zum Beispiel, hey, Flo, ne, Florian, so heiße ich ja mit Namen, du hast ja eine PS3, die gebannt wurde. Könnte ich die haben? Ich würde so gern mal PS3 zocken. So, das war auch sowas. Einmal wurde meine PS3 gebannt. Ich hatte meine PS3, weil ich Uncut-Spiele downloaden wollte. Habe einen amerikanischen Account erstellt und dadurch wurde ich irgendwie gebannt. Für das Sony-Netzwerk. Hey, kann mich noch an die Nachricht erinnern. Von Tom Kerten hieß der. Auf jeden Fall hat der Olaf dann gesagt, hey, Flo, YouTube Gamescom, du hast doch eine gebannte PS3. Da habe ich gesagt, ja, habe ich. Und er hat halt gesagt, er würde so gerne mal PS3 zocken und so. Und da hat er mir irgendwie so leid getan. Da habe ich einfach gesagt, gut, ich gebe dir die PS3 für, wie viel war's? Ich glaube, 150 Euro. Ja, ich weiß, also heute ist die PS3 wenig. Also heute kriegt man nicht mal also für 20 Euro kriegt man heute eine PS3. Auf jeden Fall habe ich dem die PS3 gegeben für 150 Euro, sowas. Und paar Tage später, ja, war die PS3 weg. Ich habe mal gefragt, ey, wo ist die PS3? Ich war mal bei dem, wo ist denn die PS3 von mir? Er hat gesagt, hey, Digga, die habe ich vercheckt, Mann, die habe ich vercheckt. Oh je, vercheckt. Ich war auch schon oft bei ihm und der hat auch oft Dinge gehabt, die wir im Hotel haben. Das fängt schon an mit so Besteck, mit Wein, Spirituosen, also wirklich Spirituosen, die einzigartig sind, die nur wir im Hotel haben, hatte der zu Hause. Bisse gesagt, was heißt zu Hause? Im Hotelzimmer, ne? Der wohnt, hat nämlich neben mir gewohnt, in meinem Hotelzimmer. Ich bin ja Koch und lebe auf der Arbeit. In einem Hotel, ne? Ich arbeite in einem Hotel, bla bla bla. Und dort habe ich ein Hotelzimmer und genau nebendran hat der gewohnt gehabt und hat immer wieder Lügengeschichten erzählt, bis es dann mal so weit ging, dass er auch einem Mitarbeiter von mir Vergewaltigung unterstellt hat. Vergewaltigung. Und das ist einfach krass. Der hatte ja auch noch eine Freundin, die hat da gleich gesagt, nee, an der Vergewaltigung ist nichts dran. Und auf jeden Fall wurde er auch gekündigt. Hat den Beruf abgebrochen, kam auch immer zu spät bei der Berufsschule. Also wirklich, das ist. Also ich habe also erlebt, Leute, das gibt's gar nicht. Ich habe auch viele Alkoholiker erlebt in der Gastronomie. Ich weiß nicht, ob das in der Gastronomie normal ist, aber ich habe wirklich viele schlimme Dinge erlebt in der Gastronomie, aber auch wunderbare, positive Sachen. Viele sagen immer Gastronomie, das ist doch gar nicht so schlimm. Es ist schlimm, aber auch gut.
Am besten macht ihr mal, nee, ein Praktikum ist scheiße. Praktikum behandelt euch jeder gut. Egal was ihr macht, egal welchen Beruf. Ne? Da seid ihr billige Arbeitskraft. Die sind froh, dass sie euch haben. Aber wenn ihr da wirklich mal arbeitet, dann seid ihr Sklave. So ein richtiger Sklave. Und da erlebt ihr wirklich mal Gastronomie, was das heißt. Ne? Das sind wirklich also kaputte Leute. Kaputte Leute in der Gastronomie, also Hammer. Hey, ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Wir haben nicht viel geballert, ein bisschen rumgefahren, das war's. Und ihr habt mir ein bisschen zugehört. Hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht und haut rein, bis zum nächsten Mal. Euer Gamescom auf der PlayStation 4 und ciao.